Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Also das Spannendste an der Debatte war ja wirklich die Eierei von CDU und FDP, wie Sie Ihre Stellungnahme heute erklären mussten. Vielleicht mal vorweg, welche Vokabeln Sie auch benutzt haben. Rot-grüne Gängelei, Besserungsanstalt, Eigenverantwortung der Menschen müsste gestärkt werden. Sie, Frau Schneider, und Sie, Herr Preuß, und Ihre Fraktion stimmen also heute zu, dass die rot-grüne Gängelei, wie Sie es formuliert haben, richtig ist und gesetzlich unverändert bleiben soll. Das finde ich hochinteressant, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte aber erst mal zur Sache da auch sagen. Der Großteil der Bevölkerung, 82 bis 84% der Menschen, sind für diesen, genau diesen konsequenten Nichtraucherschutz. Sogar mehr als 2/3 der Raucherinnen und Raucher sind genau für diesen Nichtraucherschutz. Und Frau Kollegin Schneider, eins hat mich richtig geärgert an Ihrer Rede. Es soll nicht Rauchen verboten werden. Wir wollen die Menschen, die nicht rauchen wollen, davor schützen, dass sie mit Rauch von Leuten, die rücksichtslos sind, eben gestört werden und auch in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden. Und das ist konsequenter Nichtraucherschutz und nicht das, was Sie hier gerade erzählt haben. Und was ich Ihnen auch noch sagen möchte, der Kollege von der SPD hat es ja eben auch vorgetragen und auch Herr Preuß hat es ja bestätigt, selbst die DEHOGA ist sich nicht mehr ganz sicher, ob die Argumente, die Sie vor ein paar Jahren eingeführt haben, noch so richtig sind. Das Kneipensterben könnte eventuell auch ein Strukturwandel sein, dass sich Leute anderswohin orientieren, dass neue Angebote vielleicht interessanter sind als die kleine Eckkneipe. Das mag man beklagen oder nicht, aber das ist der Gang der Dinge, die auch manchmal so passieren. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, wo Nordrhein-Westfalen stand, als wir das Nichtraucherschutzgesetz novelliert haben im Jahr 2013. Wir waren auf Platz 26 im internationalen Vergleich, was den Nichtraucherschutz anbetrifft. Bayern hat es vorbildlich vorgemacht und wir haben es dann eben nachgemacht. Und ich erkenne an, Herr Kollege Preuß, dass die CDU jetzt dem auch nachfolgt. Aber es war schon ganz interessant, welchen Weg Sie da genommen haben. Es hat nämlich ganze 2 Wochen gedauert, wo nämlich Herr Kollege Löttgen, der damals noch Generalsekretär war und jetzt eben Fraktionsvorsitzender ist, erst in der Rheinischen Post erklärt hat, diese Gängelei, ähnliche Worte wie heute, von Rot-Grün müssen wir beändern und den Nichtraucherschutz verändern und ziemlich präzise in der Richtung, wie die AfD es heute vorschlägt, in die Richtung zu verändern. Und dann haben Sie zahlreiche Anregungen der Mitglieder bekommen und es 2 Wochen später aus dem Programmentwurf wieder rausgenommen. Im Neudeutsch heißt sowas zahlreiche Anregungen der Mitglieder oftmals Shitstorm. Also es hat richtig Attacke gegeben bei den Mitgliedern der CDU, die Ihnen, der Führung der CDU, klargemacht haben, der Nichtraucherschutz, den Rot-Grün eingeführt hat, der ist richtig und der ist auch zeitgemäß. Und das ist das, was die Menschen auch hier heute wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man könnte noch viel zu dem Gesetzentwurf heute sagen. Wir werden das in den Ausschussberatungen tun. Wir werden der Überweisung auch zustimmen. Und das wäre auch ein Hinweis an alle Fraktionen hier, dass es guter Brauch ist, auch wenn ein Gesetzentwurf noch so schwachsinnig oder falsch sein mag, dass man ihn der guten und Ordnung halber in die Ausschüsse überweist und dann dort auch berät und nicht schon der Überweisung nicht zustimmt. Aber das ist eine Randbemerkung. Schließen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich mit einem Zitat des Ärztekammerpräsidenten von Nordrhein. Es gibt nämlich einen Beschluss, nicht von anno dazumal, sondern vom 18.03.2017 der Ärztekammer Nordrhein. Dort heißt es, Krankheit und Tod infolge Passivrauchen sind kein Ausdruck von Freiheit, sondern von Unterwerfung und ein Signal der Gleichgültigkeit gegenüber fremder Gesundheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem ist nichts hinzuzufügen.